Ach da. Den habe ich fast gar nicht gesehen. Hey Ben. Gute Nacht. Geh mal die Straße entlang. Fick dich! Oder auch nicht. Wer ist hier der Boss? Hä? Das bin immer noch ich. Ein wunderschön Blade-Jater, ne? Was geht? Ach du Schitte. Mistvieh! Also nicht du, sondern das Mistvieh hier. Die Melodie irritiert mich gerade echt hart. Ich dachte, ich werde angegriffen. Oh nö, ich werde angegriffen. Da eigentlich eine Straße hin? Boah, so halbwegs. Alles gut hier? Ich glaube, der hatte einen Unfall. Fliegt der weg? Okay, der hat mich anpacken wollen. Hey! Ach so, du bist das. Entschuldigen Sie. Ich muss mal hier ganz kurz looten. Und jetzt töte ich dich. Oh, wait. Das hat gerade ein bisschen gedauert. Sorry. Das nächste Mal bin ich schnell im Töten. Doch recht große Karte. Das finde ich gut. Oh. Hättest du mal getrunken? Oh. Arschloch. Kommt da einfach von hinten an. Ich dachte schon, meine Schwester steht hier neben mir. Alter Schwede. Paradise. Okay. Das ist also mein Field. Ich speichere mal ab. Naja, wenn wir schon mal hier sind, knacken wir. Wow. Das sieht geil aus. Warte mal, der liegt noch nicht so lange hier. Oh, lass mich raten, hier dürfte bestimmt noch jemand rumlungern.
Meierlörkkuchen. Könnt hier schlafen. Okay, der liegt schon länger hier. Die. Okay, die hatten noch Spaß zum Ende. Warum auch nicht? Da hatten noch ganz viele Drogen rumliegen. Nochmal ein Staubsauger. Der nächste. Verlose jetzt einen Staubsauger hier im Spiel. Das ist doch jetzt unlogisch. Wieso haben die Kronkorken gesammelt, wenn das doch aus der Vorkriegszeit ist? Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich wollte hier rum. Auch leer. Sich um 2 erhöht. Ist doch keiner hier. Da ist hier jemand. Aua. Was war denn jetzt hier radioaktiv? Da oben. Rasenmäher öffnen. Ah. Ziemlich schlau. Ich wollte entschärfen. Oh, verdammt! Die lassen sich ja gar nicht entschärfen. Was soll das denn? Wow. Chill mal deine Basis, ja? Hallo? Triff ja nicht mal ansatzweise. Ja, der Briefkasten ist leer, lass mich mal. Beschäftigt. Komm ja auch nicht rein, toll. Vorrat Benzintank. Hier mal ganz kurz.
Ah, das ist bloß eine Splittergranate. Toll! Ah, hier ist der Spielplatz, ne? Achso, jetzt schießt er doch auf mich. Toll! Der hat nur noch einen Strich! Ich habe ganz vergessen, dass dieses Kaff Minenfeld heißt. Ruhig kann er mir? Oh nein, ich habe keine Steampacks mehr. Fuck. Fuck. Einfach mal 7 Liter Cola reinkippen, ne? Und dann geht's weiter hier. Wie schmeckt euch mein Schwengel? Dein Schwengel, Loti, ist der Beste. Gib ihn mir. Jetzt. Sofort. Oh, dem ging es hier nicht so gut anscheinend. Ich glaube, das ist ein Kacke-Eimer. Deswegen fasse ich den jetzt lieber mal nicht an. Das, was Prof sagt. Was? Ja, den Kacke-Eimer fassen wir nicht an. Genau, das habe ich gesagt. Heckenschützengewehr. Schlüssel? Ja, nice. Mühlich. Endlich mal was auf Distanz. So, aber jetzt muss ich erstmal aufs Spielplatz, auf den Spielplatz hier. Ich habe vergessen, dass die andere Seite geklärt ist, nicht diese Seite. Oh, das tut so weh. Oh, bin ich dumm. Bin verkrüppelt. Chat, ich bin verkrüppelt. Ich muss auf den Spielplatz, ja. Bevor ich sterbe. Aua. Und jetzt soll ich noch Minen suchen. Toll. Ich bin... Ja, ich finde ja auch die Mine, ne? Ich trete die auch rein. Typisch Berliner Spielplatz. Nadeln, Flaschen und Splitterminen, ja. Fick dich! Fick dich, Spiel! Hätte ich jetzt keine Mine mehr, oder was? War das die einzige? Und ich bin reingetreten. Ist das jetzt die Story? Achtung, Durchsage. Der kleine Prof möchte im Bällebad abgeholt werden. Ende der Durchsage. Das war wirklich die einzige Mine hier. Ich lade nochmal neu.
Nee, warte mal. Das ist ja keine Landmine, das ist ja wieder diese Splittermine. Aber ich würde schon gern die Option abschließen, aber wenn es hier keine Landmine gibt. Ich bin so ein guter Aimer. Oh Gott, lässt sich das schlecht handeln. Kann ich nicht Luft anhalten oder so? Bin angeschlagen. Ach, was du nicht sagst. Hast du nicht das Spiel? Ah, hier hat er gewohnt. Ich glaube, es gibt eine Taste, mit der du den Atem anhalten kannst. Ach so. Ja, normalerweise ja. Also, wenn schon so eine Mechanik drin ist, dann gibt es das eigentlich, ja. Ich bin hier, um zu looten, nicht um zu blo... Oh, du schon. Bin überlastet. Was ist jetzt hier drin, was wir aufgesammelt haben? Was ist das? Was haben wir eigentlich hier aufgesammelt? War doch eine Zeitschrift. Ja. Waffenlos um 2 erhöht. Waffenlos durch die Nacht singen wir um 7:30. Katze findet es eklig, dass ich sie angefasst habe. Ah, wieso machst du das auch? Nein. Nein, nein, nicht Katze. Katze, nein. Zur Munition. Oh, hier ist nochmal ein Safe. Doch. Komm schon, mein Kind. Und eben so. Ach, hier komme ich gar nicht rein. Ja, das war jetzt aber auch voll praktisch dann. Passieren würde, wenn du aimst. Dann würde ich verlieren. Gut, auf zu Moira zurück.
Moira. Okay. So. Wir atmen alle noch. Daher weiß ich, ja, noch. Er fasst das Problem richtig. Noch. Bin schon wieder zu spät. Ich gehe mal in die Klinik. Guten Tag, ich hab Aua. Hallo. Hallo, ich hab Aua. Hoffentlich hab... Ja, ich hab Krebs, was? Gut, dann wollen wir mal sehen. Einige Verbrennungen zweiten Grades, ein paar Fleischwunden. Wird etwas dauern, aber für 75 krieg ich's hin. Ja, okay. Hier, halten Sie das mal, während ich Sie zusammenflicke. Kannst du das nicht irgendwo anders ablegen? Haben Sie das selbst gemacht? Ja. Ich muss es... Schön. Das müsste reichen. Darf sonst noch etwas sein? Das ist alles. Na schön. Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Habe ich nicht vor. Möchtest du nicht einfach rausgehen? Und ich laufe dir hinterher. Ungefähr... So. Wo hast du denn Schlüssel? Oh, warte mal. Kannst du mal... Geh mal bitte kurz nach vorne. Ich möchte nicht erkannt sein. Hallo? Was? Ich weiß nicht. Behalten Sie Ihre Hände bei sich. Ruhig doch. Das ist meine Dehnübung für jeden Morgen. Verdammt. Erzählt jetzt bewusst? Ja, deswegen will ich ihn ja beklauen. Ach, dieses Spiel bringt mich hier noch um den Verstand, du. Wenn Sie nicht auf der Schwelle zum Tod stehen, habe ich zu tun. Hat denn den Schlüssel? Merkwürdig. Ja, dann warten wir mal kurz. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Na, hast du dich eingekriegt? Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie explodieren. Oh ja, na? Was tun sie? Was läuft denn so? Ich habe Minefield überlebt und sogar ein Geschenk mitgebracht. Meine eigene Landmine. Die habe ich mir immer schon gewünscht. Toll. Nun ja, zumindest seit ich Sie auf diesen Auftrag angesetzt habe. Nun erzählen Sie schon, wie fühlt man sich, wenn man durch ein Minenfeld spaziert? Und wie ist es, eine Landmine zu entschärfen? Seine einzige Todesfalle. Das trifft heutzutage auf viele Orte zu. Eine tolle Leistung, unter schwierigsten Bedingungen am Leben zu bleiben. Ein gutes Vorbild für das Buch. Ich weiß, Sie haben für den Moment genug Sprengstoff gesehen, aber offensichtlich kennen Sie sich aus. Hier, nehmen Sie etwas für den Notfall. Diese Landmine bringt mich auf eine Idee. Ein schreckliches Gerät, das schreckliche Dinge anrichtet, aber es ist ganz einfach, so etwas selbst zu bauen. Im letzten Teil dieses Kapitels geht es um Strahlung, richtig? Ja, es geht um Strahlung. Ich weiß einiges aus Büchern, habe aber noch kein lebendes Beispiel vor mir gehabt. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Hallo? Wollen Sie, dass ich verstrahlt werde? Inwiefern soll sich das für mich lohnen? Ach, machen Sie sich darüber keine Sorgen. Doch! Ich werde mit einem schönen Glas Brahminmilch zur Strahlensäuberung auf Sie warten, wenn Sie zurückkommen. Sie erhalten dafür viel Red X und Red Away und vielleicht sogar eine zuverlässigere Methode, um Strahlung loszuwerden. Vorausgesetzt, es klappt. Ich glaub dir kein Wort. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann.
Okay, 200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen, und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Oh, Bro. Lass dich tödlich verstrahlen. Bekommst auch eine Milch. Ja, danke. Schauen Sie ruhig. Bin so schön verstrahlt. Ach, Schatzi, wir zusammen sind sowieso die Besten. Hm. Sexy Lady. Shadow! Entschuldigung. Das war ein bisschen laut. Zum Verkaufen habe ich jetzt gerade nicht so wirklich. Ich wieder. Ja, Zigaretten ein bisschen, aber das war's dann auch schon. Ach komm, Vorkriegsgeld hier. Gönn dir. Was für Milch. Gute Jagd. Magst du wieder denkst? Sterben Sie mir nicht. Doch. Ach so, sie hat mich jetzt zugeballert mit Gegenständen, ne? Ach, scheiße. Ah, die Granaten haben Gewicht. Ups. Och, sind sie wetter... Sie wissen schon, wie lächerlich diese Bitte ist, also, oder? Also, eins weiß ich auf jeden Fall. Dies ist eine wissenschaftliche Notwendigkeit und es ist alles andere als lächerlich. Ich brauche diese Forschung und Sie werden wahrscheinlich sowieso verstrahlt. Warum kommen Sie also nicht einfach wieder zu mir und helfen mir? Schau. Ich verkaufe dann doch lieber mal. Die Minen. Und 15 Granaten. Okay, ist wahrscheinlich zu viel. Okay. Ich bin reich! Und ich kann wieder laufen. Yay! Ah, ich hab 11. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Strahlen lassen. Ja, nice. Bin doch schon grün. Wieso bin ich grün? Was ist denn hier los? Achtung, Durchsage. Moment, der Kleine. Achso, nee, warte mal. Hatten wir gerade. Oh, es hat sich hochgescrollt. Entschuldigung. Ans Vögel, wie immer. Ah, ja. Vögel ist gut. Das Ding hat wieder hochgescrollt. Fuck. Ich wollte hier was angucken, deswegen. Shit. Hier. Strahlenkrankheit 600. Dann beten wir mal zu dem Ding hier, wa? Aktivieren. Nicht explodierte. Ach, Turbo, ich könnte jetzt sofort aktivieren. Woran sehe ich denn, wo ich jetzt schon bin? Ja. 177 schon. Oh nein, eine Strahlenvergiftung. Oh nein. Wie konnte das passieren? Das ist jetzt aber belastend. Wieso nimmt sie nicht den hier? Der steht hier Tag ein, Tag aus da drin. Wie geht's denn so? Ich kann mich nicht beklagen. Strahlend schöner Tag heute, was? Oho.
Er kommt mit den Wolken und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln, um die Macht. Halt dein Maul! Oh, war keine gute Idee. Lasset die, hat mich nur kurz genervt. Im Land leben jetzt die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Kommt und trinkt das Wasser Baby. Des Leuchtens. Denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere 400. Erlösung. Sie sind erkrankt. Schwere Strahlenvergiftung. Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Spaltungen und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung. Ich geh mal hier rüber, ne? Du nährst. Schenkt dem Atom eure Körper, meine Freunde. Gebt euch seiner Macht hin. Fühlt seinen Glanz und lasset euch teilen. Es wird keine Tränen, keine Sorgen und kein Leid geben. Denn in der Spaltung sehen wir unsere Erlösung vom Schmerz. Er hat Spaltung gesagt. Ja, euer Leid wird vergehen. Es soll im atomaren Glühen weggewaschen und im Feuer seines Glanzes verbrannt werden. Jeder von uns wird eine Milliarde Sterne aus der Masse seines erbärmlichen und schmutzigen Körpers gebären. Jeder von uns wird Mutter und Vater. Geh mal raus hier. Das tut dir nicht gut. Sein. Jeder von uns wird den Frieden und das Ende des Schmerzes erfahren und den Glanz des Atoms kennenlernen. So, ist es jetzt schon? 611. Ich bitte euch, meine Freunde, trinkt. Ja. Betet mit Gut. Wo muss ich hin? Wissen Sie, es gibt da ein neues Rezept zur Zubereitung von Red Kakerlakenfleisch. Schmeckt leider trotzdem nach Käsefuß. Wie geht's denn so? Lecker. Ach, sind Sie wetterfühlig? Oder eher strahlenfühlig? Bin so verstrahlt, wie es geht, ohne ein Loch in den Boden zu brennen. Das kann ich sehen. Sie glühen ja geradezu. Haben Sie jetzt ein bisschen Geduld und versuchen Sie stillzuhalten. Erzählen Sie mir, wie sich das anfühlt. Dann werde ich Sie sofort verarzten. Ach ja, ich kann zu dem Lamborghini-Gate noch was ergänzen. Oh Gott, was denn, Schatzi? Was denn? Bin zu müde zum Stänkern. Sie sind ein Glückspilz. An diesem Punkt würden die meisten anderen scheitern. Andererseits kennen die anderen meine experimentellen Tricks nicht. Nur noch ein paar Notizen, dann kümmere ich mich um diese böse Strahlung. Ich habe dafür mein eigenes Gebräu zusammengemischt. Eigenes Gebräu? Bisher konnte ich noch keine Tests an Leuten ausführen, die so stark verstrahlt waren. Aber ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Aufregend, oder? Okay. Ich weiß ja nicht. Ein paar Magneten. Matschis, Matschis. Nun, Sie Matschis? Das ist definitiv gut. Nur leider gab es da eine Nebenwirkung. Er hat ja die Kontrolle über sein Leben verloren. Mutation. Wow. Die scheint aber harmlos zu sein. Matschis. Hier nehmen Sie ein paar Medikamente gegen Strahlung. Wow. Tut mir echt leid, dass ich Ihre DNA durcheinander gebracht habe, wie ein Kätzchen ein Wollknäuel. Red Regeneration hinzugefügt. Eine unerwartete Nebenwirkung. Ihre verkrüppelten Körperteile erholen sich nun von selbst, wenn sie stark verstrahlt sind. Selbstregeneration! Ich bin ein Mutant! Matschies. Achso, Matschies? Was? Ohne Schnee? Jetzt habe ich ein drittes Bein. Five Ray. Ich war noch nie auf einer Ü30-Party. Mir fehlen einfach 2 Zentimeter.
So. Kapitel 1 ist fertig. Ich versuche, ihren tollen Sinn für Humor einfließen zu lassen. Weiter so. Dann wird das Buch informativ und unterhaltsam. Hier, für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stampacks gesammelt. Sie werden sie natürlich eventuell brauchen. 2 Kapitel liegen noch vor uns. Was, noch 2 Kapitel? Okay, dann weiter. Das zweite Kapitel wird etwas kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und Verderb mit den Kreaturen da draußen fertig wird. Dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie von Meyerlocks und, wenn alle Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Gut, dann wollen wir uns mal reinknien und mit der Arbeit an diesem Kapitel beginnen. Was kommt als erstes? Die Ratten. Maulwurfsratten können sich fast überall eingraben und jede Menge Ärger verursachen. Daher werde ich einen chemischen Abwehrstick entwickeln. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Daher müssen Sie ein die paar Maulwurfsratten finden und ein wenig herumexperimentieren. Alles klar, dann werde ich das mal testen, wa? Achso, was bekomme ich dafür? Machen Sie sich um die Medikamente keine Sorgen. Ich hatte beim Experimentieren ständig mit Ihnen zu tun. Und mit mir ist doch alles in Ordnung, oder? Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen den Rest der Medikamente aus der Herstellung gebe? Leisten Sie gute Arbeit, können Sie sogar das Mittel haben. Okay. Es geht kinderleicht. Ein Schlag mit dem Applikator und Sie fühlen sich miserabel. Sekunden später sind Sie weg vom Fenster. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. Okay. Sterben Sie mir nicht. Keine Mätzchen, ja? Das gehört nicht dir. Mist. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da. Ach, das ist die Stadt. Ich war noch nie in der Stadt. Das ist hier immer noch ein Symbol. Wofür eigentlich? Ach, vielleicht für die Blutpakete, die ich jetzt gesammelt habe, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehe ich wieder zum Super-Duper-Mart. Und da aus über die Brücke.